Ja, liebe Leute, endlich ist es soweit. Die Rückkehr nach New Eden steht bevor. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry New Dawn. Wir sollen zum Anwesen von New Eden begeben. Ja, das Geheimnis da auflüften. So, wir brauchen ein Auto. Herr Taxifahrer. Okay. Taxi. Ja. Ja. Lösemittel, Kupfer. Kostet aber Ethanol. Ich nix Deutsch sprechen. So. Genau. Ey, wieso kann ich nicht spawnen? Bist du wieder im Weg? Keine Ahnung, kann sein. So, jetzt? Jetzt kann ich spawnen. Ach, da wird er sich hingesetzt. Okay. So, geht los. Zur Story, New Eden, ich freue mich drauf. Ich war ja schon zu Far Cry 5 Zeiten, Peggy. Ja, ich war voll auf Peggy-Seite. Ich wollte dem Project auf Eden's Gate angehören. Okay. Da vorne ist wieder. Ja, ich muss noch. Ja, gucken wir mal, was sich heute erwartet. Wie gesagt, ich habe tatsächlich selber schon ziemlich erwartet und gehofft, dass es endlich losgeht. Endlich, endlich. Jetzt ist es dann auch nicht so weit. Ja, Parker ist ein sehr umfangreiches Spiel. Da muss man halt viele Dinge vorschieben. Kommen wir mal näher. Ich guck mal auf die Karte, wo wir sind. Oh, wir fahren gerade über Dutch's Insel, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, über. Okay. Wir fahren gerade über Dutch's Insel, ja. Ja, Dutch haben wir ja, Dutch's Insel haben wir ja, glaube ich, am Anfang damals bei Teil 5 erobert, beziehungsweise befreit. Bevor wir dann in den Multiplayer, quasi in den Koop-Modus gingen. Genau, das. Das ist die letzte Singleplayer-Mission. Das hätte ich auch gerne mit dir zusammengezockt. Das Fahrkörper. Ja. Wir hätten das Ganze anders gezockt. Teil 4 kannst du komplett zocken, ne? Im Koop. Nicht komplett. Okay. Naja, vielleicht hast du ja Bock dann irgendwie nochmal. Wenn ich jetzt mal Sniper Elite mal zu zocken. Sind nämlich noch 4 Missionen offen, die ich noch anzocken muss. Ich noch zocken muss. Vielleicht zocken wir auf meinem Kanal oder so mal zusammen Far Cry 5 im neuen Spiel Plus. Aber jetzt müssen wir ganz ruhig sein. Jetzt könnte sein, dass wir Gegner lauern. Wir sollen ja vorsichtig sein. Erstmal klopfen. Gute. Du kommst hier nicht rein. Tatsache, der lässt uns jetzt gerade nicht rein. Was ist das denn für einer? Hallo? Hallo? Hat der einer eine Arme? Oh, oh, der. Stimme. Oh. Lass uns dem hinterherlaufen. Der sieht aus, als hätte der. Hätte der guten Stoff. Nicht, sie schießt doch nicht auf den Vater! Bist du bekloppt? Nein. Schieß nicht auf den Vater!
Das verfolgt die Mission. Verfolgst du die Mission? Ne? Sollten wir das Boot fahren? Wir fahren das Boot. Hallo, los. Okay, hat sich gelohnt. Wir gehen wieder zu Fuß. War immer wieder schön mit dir Boot zu fahren, Kev. Ja, die ist 2 Meter da. Aber ich ist hier gegen den Fuß geschossen da. Wolfgang 2. Guck mal rechts unten. Oh. Na, heute nicht so zielsicher wie sonst, merkt ihr? Dem hat Headshot gegeben. Ich dachte echt, ich muss sterben. Danke. Die Jungs nehmen wir mal kurz mit. Das zieht sich umtreiben. Ich glaube, die mögen sich nicht so ganz, die Weeden und die Highwaymen, oder? Hab ich das falsch verstanden? Die Highwaymen hassen die. Die Weeden hassen die Highwaymen. Und die Highwaymen haben Angst vor den Weeden. Ich wundere mich deswegen, dass sie so nah sich hier oben rumtreiben. Wir haben eine weitere Vorratslieferung. Aber die dreist werden, die Highwaymen. Da kommt ein dreist Bastarde. Guck mal, oben Nordlicht oder was? Hier rechts? Magst du mal die Markierung von dir auf der Karte Entfernung? Nicht verwirrt irgendwie voll. Scheiß Spinnen. Und es gibt Mecker auf hohem Niveau, genau das. Oh, jetzt verstehen wir uns. Das ist doch ein Sahnehäubchen, perfekt. So, dann setzen wir das mal Markierungspünktchen mal. Komm, ich setze mal eine Markierung raus. Dann haben wir das. Chaos perfekt, zack. Also, mehr das Ziel angeben können wir aber nicht. Neben. Jawohl. Da war in der Fahrt, habe ich ihn gehört. Ja. Ja, schade, dass wir eben unser Boot doch weiter mit dem Boot fahren sollen, glaube ich. Da steht noch ein Boot. Die Pronghörner, die haben, müssen halt bei mir leiden. Ich hab dadurch habe ich eine weitere Herausforderung abgeschlossen. Und 2 weitere Vorteilspunkte geholt. Ja, ich schlag halt. Wenn man die Tiere jagen muss, kann ich auch hier ein bisschen noch ein bisschen was machen. So, warte mal. Dann nehmen wir die Mechaniker dafür. Jetzt fehlen uns noch 3, 4 Stück fehlen uns noch. Oder fehlen mir noch 4, 10, 18, 25. 25. Ziehst du rein, Mann. Vor vielen Jahren hörte ich Gottes Stimme. Ich geh ganz rechts. Er offenbarte mir den schwierigen Pfad, der vor mir lag. Ich folgte diesem Pfad und fand ein Ende. Und einen Anfang.
Willst du die Wahrheit? Und du wirst in unserem New Eden willkommen geheißen. Ich versuche. Strahlen. Da hinten. Oh ne, ich schieße da doch nicht drauf. Das ist mein Vater schon wieder. Lass den Vater in Ruhe. Zu spät. Schieß dich immer auf den Vater. Egal. Der muss sterben. Ich kann das nicht nehmen. Aber ich. Die Sünden der Welt wurden im gerechten Feuer Gottes ausgelöscht. Nur jene, die auf die Zeichen achteten, wurden verschont. New Eden erhob sich aus der Asche. Ja. Yeah. Um den Pfad zu folgen. Musst du alles mit dem verbrennen. Ich hab so grobe Idee, was ich machen muss. Musst du schon durchgucken oder was? Ja. Ah, warte, da ist was im Weg. Läutere unser Symbol, wie die Welt geläutert wurde. Guck mal da. Jetzt in die Richtung von dem Symbol. Fällt mal hier hin, glaube ich. Hier unten hin. Habe ich doch gerade gemacht, die ganze Zeit. Ja, da war aber noch ein Busch vor, den habe ich jetzt weggebrannt. Dem Pfad zu folgen, musst du alles Nutzlose verbrennen. Jetzt musst du das Kreuz halt richtig zusammensetzen. I know, was ich machen muss, aber ich... Läutere unser Symbol, wie die Welt geläutert wurde. Aber ich glaube, ich muss da hinten hin. Weiter hin. Okay, das kann sein. Ah ja, das kann gut sein, was er da war. Ich habe diesen Kletterpunkt ja nicht gesehen. Entschuldige bitte. Sieh auf das Kreuz, die Antwort zu finden. Die Flamme von Eden wird jede Sünde verbrennen, die wieder Wurzeln schlagen will. Wir müssen weiter. Welchen willst du nehmen? Rechts oder links? Hier rechts, das ist erstmal das näher dran. Sie wollten unsere Familie zerstören. Ich habe alle freigeschossen. Ja, warte mal. Sie schlugen alles in Stücke. Hier unten wieder vor die Lampe stellen. Ich habe schon die richtige Position gefunden. Du musst nur das Dateifeld davor halten. Zu leben, die Gott uns gegeben hat. Dann müssen wir den letzten Teil noch holen. Thank you.
Also. Hier ist die Lampe. Ja, ich habe eigentlich was anderes gesucht gerade. Achso. Ah, ne, hier. Oh, jetzt was complicated. Hier drinnen muss nochmal. Glaube ich. Oder? Ah, du musst das so ziehen, dass es komplett ist. Stell dich mal hier rein. Komm mal her zu mir. Warte mal. Ich zieh da dran. Ja, komm mal her, hier drin kannst du das nur komplett sehen. Hier sind die fehlenden Teile. Stell dich hier in die Ecke am besten. Ja. So, und ich zieh jetzt für dich da dran. Bitte? Weiter? Ja, warte. Ich muss vor die Lampe, hat er gesagt, ne? Das ist wahrscheinlich ein bisschen nach vorne. Nicht in die Ecke, sondern vor die Lampe. Ja, das immer. Ne, auch nicht. Hä? Solange du einen guten Blick darauf hast, ich würde mich echt in die Ecke stellen, würde ich behaupten. Hier so in die Ecke und dann schräg da hoch gucken, wird die Splitter vernünftig sind. Hier so. Es darf nichts fehlen. Aber warte mal. Ja doch, jetzt. Unser altes Leben führte zum Untergang. Es geht nur voran, wenn wir ohne Sünde leben. Du suche das Kreuz. Verstehst du jetzt? Ich verstehe, Vater. Gott hat die Welt von der Sünde befreit. Und doch gibt es sie noch. Ja, Vater. Die Sünde liegt uns im Blut, im Fleisch, in der Seele. Ihr habt so recht, Vater. Eine Beste, die es zu besiegen gilt. Uns zu erlegen. Folge dem Pfad. Dieselbe Mission gab's schon mal. Gott hat mich vor dem Kollaps gewarnt. Und ich sammelte meine Familie, um uns vorzubereiten. Doch die Hölle folgte dem weißen Pferd. Einem, das nicht einfach um. Wir treten jetzt da ins Bunker. Bevor wir da reingehen, warte. Was? Das ist der letzte Aufenthaltsort nach Far Cry 5 von dem Vater Joseph Seed und dem Deputy, dem Charakter, den wir in Far Cry 5 gespielt haben. Geh rein. Bis vor die Welt unterging? Ja. Da hat er den reingeschleppt. Nachdem die Welt untergegangen ist. Hier war der Deputy zuletzt. Okay. Und auch wenn du eigentlich nicht mehr vorlesen wolltest, lese hier die Briefe und lese sie vor. Was für Briefe? Hier liegen Briefe drin. In dem Bunker, oder was? Ja, hier in dem Bunker liegen immer Briefe drin. Guck dich ein bisschen um. Ja, jetzt ist halt Story. Hier ist ein Rucksack. Ja. Den Rucksack habe ich schon. Jetzt ist halt storytechnisch interessant. Vielleicht musst du auch erst weiter durchgehen.
Dass die Briefe dann erst auftauchen, das kann sein. Ich wollte jetzt nicht viel spoilern. Dass hier jetzt gleich Briefe auftauchen. Das war keine Absicht. Aber ich wollte halt noch nicht, dass ihr unaufmerksam durchrennt, weißt du, was ich meine? Ja, das ist halt echt. Wann würde mir das hier auffallen, wenn die angezeigt werden? Ja, weil das halt echt interessant ist. Die Bibel Josephs. Du wärst dessen würdig. Hier ist ein Brief. Da, jetzt sind es da Briefe. Eine hingekritzelte Notiz. Ich kann nicht denken, ich werde hungrig. Wir müssen bald wieder nach oben, aber ich habe Angst. Ich glaube, ich habe das Richtige getan. Ich will jetzt auch das Richtige tun. Er sagt, er vergibt mir. Aber ich kann das nicht. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige getan habe. Ich verstehe es nicht. Und alles, was er mir gibt, ist das Wort. Ja. Das mal. Es war tatsächlich nur die. An dem Bett ist auch noch einer. Hä? An dem Bett ist auch noch einer. Nein. Doch, hier. Noch eine hingekritzelte Notiz. Du weißt es. Du weißt es am besten. Gott sagt es dir. Wenn ich auf dich höre, ist es gut und richtig und ich kann helfen. Ich kann Menschen retten und es wieder gut machen und alles ist wieder okay. Wenn ich als ein Richter urteile, ist das Urteil gut und gerecht. Das Urteil ist Gottes Wort. Jetzt erkenne ich es. Es tut mir so leid. Bitte, gib mir eine Maske. Ich habe Angst. Niemand soll mich erkennen. Bitte lass mich neu geboren werden, so wie die Welt von Sünden gereinigt und neu geboren wurde. Dann werde ich dich gegen die Sünde kämpfen. Danke, Joseph. Danke, Vater. Ja. Oh. Hä? Das klingt. Wonach klingt das, finde ich. Hier ist der nächste Brief. Ja. Das Wort. Haben wir unsere Hände für Gutes genutzt? Oh, das war leider. Sie in Frieden ausgestreckt? Haben wir Hunger, Armut, Krankheit ein Ende gesetzt? Nein. Wir haben diese erlesenen Geschenke nur für Banalitäten eingesetzt. Unser kurzes Leben zieht vorüber, bar jeder Bedeutung. Schlimmer noch, wir besudeln diese Gaben und ballen sie zu Fäusten. Wir führen Kriege, wenn wir einander umarmen, einander trösten und eine Gesellschaft errichten sollten, die jeden Leib und jede Seele nährt. Okay, das habe ich schon gelesen. Hier ist wieder einer. Hier drin ist, glaube ich, keiner mehr. Doch, doch. Da hast du noch einen. Den hast du schon. Ah ja, genau, das war ja. Ja, das war die am Anfang. So, dann ist hier noch einer. Der nächste. Ja. Das Wort. Ich habe überlebt und sie haben keine Macht mehr über mich. Und nun sonne ich mich im Frieden von Gottes bedingungsloser Liebe, im Schutz der frommen Gemeinschaft von euch, meiner Familie. Und jetzt weiß ich, was es heißt, wahrhaftig und vollkommen akzeptiert zu werden. Von euch, meiner Familie. Aber es klingt ja so, als wäre der Deputy. Einer. Josephs Tagebuch. Der Deputy wird von Schuldgefühlen zerfressen. Ich dachte schon an einen Gnadentod. Doch lieber sorge ich dafür, dass meine Vergebung erkannt wird. Damit klar wird, wie es sich anfühlt, gerichtet zu werden. Wenn es soweit ist, wie ein hungriges Etwas hervorgekrochen kommt, dann soll es verstehen, was seine Rolle ist. Gott hat noch Pläne für den Deputy. Und ich auch. Okay, dann haben wir tatsächlich, glaube, alles soweit. In diesem Raum zumindest. Hier ist noch, naja, hier ist noch einer. Noch ein Tagebuch von Josef. Nach Tagen des Fastens und des Betens habe ich die Stimme wieder gehört. Ich habe gesehen, was kommen wird. Ich habe das Gesicht der Person gesehen, die New Eden nach meinem Tod führen wird. Es war kein bekanntes Gesicht. Es sah mir nicht ähnlich. Also es ist nicht mein leibliches Kind. Dennoch wird es mein Kind sein, so wie alle anderen auch. Ich lasse mein Wort zurück, wenn ich gehe und wenn es nach Eden zurückgebracht wird. Soll es unsere Bestimmung offenbaren. Gott hat mir nicht gezeigt, worin sie bestehen wird. Aber ich habe Vertrauen, dass es das Richtige sein wird. So, ich hoffe natürlich, dass ich jetzt alle habe. Natürlich bei weitem nicht, weil hier ist nämlich noch einer. Jetzt werden die Briefe nämlich auch erst alle angezeigt. Das wurde mich vorher nicht. Das Wort. Jenseits der Mauern von Eden's Gate erstickt eine einst mächtige Nation an ihrer Tollkühnheit. Die Eliten brüsten sich brüllend. Steht unseren Reichtum. Er zittert vor unserer Macht. Er starrt in Ehrfurcht vor unserem Wissen. Und ich erstarre. Doch nicht in Ehrfurcht. In Scham. Denn wir wissen, verbreitet nur giftige Propaganda. Wie er ewig in Furcht bannen soll. Ich erzittere, doch nicht vor Bewunderung, vor Trauer des Hasses ihrer geheimtürkischen Pläne. Und in ihren glänzenden Gewölben endlose Raffgier sehe ich nur die feige Seelosigkeit des Materialismus.
Ja, wahre Worte auf jeden Fall. Materialismus, Kapitalismus, wie auch immer. Gutes Beispiel zum Thema Kapitalismus ist zum Beispiel Weihnachten. Meiner Meinung nach auch absolut nur noch, wer kriegt was? Geschenke, Geschenke, ich will Geschenke, ich will Geschenke. Der eigentliche Sinn der Weihnachten tatsächlich ist längst nicht mehr gegeben. Mal Thema dazu. Ja. Jetzt haben wir einiges erfahren. Was haben wir erfahren? Dass der Deputy aus Stufe, aus Teil Far Cry 5, dem Zuschauer, dass der Deputy anscheinend jetzt mit Josephs Einstellungen sympathisiert und durch die Geschehnisse in Far Cry 5 ziemlich verstört ist und anscheinend auch jetzt eine Maske trägt, stand da. Naja, wir haben ja eingangs der Folge an dem Tor einen Typen mit Maske gesehen. Die große Frage ist, ist der Deputy oder haben alle tatsächlich diese Masken auf? Also wir wissen auch schon, dass nicht alle New Edener Masken aufhaben. Die laufen ja außen rum und die laufen ja ohne Maske rum. Also es gibt auf jeden Fall New Edener ohne Maske. Das kann man schon mal sagen. Das steht schon mal definitiv fest. Außerdem hat Joseph anscheinend schon wieder Pläne. Ja, und gut. Joseph scheint ein Kind zu haben. Da stand was von meinem Sohn. Ja gut, er wird ja der Vater. Er wird mein ja leiblichen Sohn. Er wird ja Vater auch genannt. Ja, vielleicht. Aber da stand ja was von aus meinen Lenden. Und so ein Scheiß. Ja, ich habe die Briefe aufmerksam gelesen. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Teile. Hier müssen immer noch Teile liegen, 3 Stück zusammen. Ich habe jeden einzelnen Brief, der in jedem einzelnen Fahrkreis zu finden ist, aufmerksam gelesen. Okay. Hast du das? Ja. Ich nicht so. Doch, ich bin ja absoluter Far Cry Fanatic. So, dann haben wir auch das alte Kreuz gerade ausgelootet. Das ist nämlich auch alles weg jetzt gerade. So. Dann auf nach New Eden wieder, würde ich sagen, oder? Ja. Da hoch also wieder. Gut, aber das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Was? Guck mal ganz kurz da oben. Da sieht man noch die Überreste der Statue. Die von Joseph. Ja, stimmt. Die war ja zerstört schon. Ja. In einer der letzten Folgen. Wenn ich mich nicht irre, ist es Folge 43. 44 irgendwie sowas bei Far Cry 5. Ich weiß nicht, 47 Folgen hat das Let's Play insgesamt gehabt. Da dürften wir tatsächlich hier drüber liegen am Ende. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Far Cry New Dawn. Und dann gehen wir wieder so ein bisschen auf gewohntes Terrain, würde ich sagen. Ja, bis dann und tschüss. Dann.